Grüßt euch, ihr Lieben. Es ist Freitag. Wir machen uns was Leckeres zu essen. Und zwar machen wir gebratene Udon. Ein ganz einfaches Rezept, ein richtig schnelles Rezept. Und was ihr dazu braucht, seht ihr in meinem Video. Das ist Kochliebe XXL. Das ist mein Kanal. Das Wichtigste bei asiatischen Gerichten ist ja immer die Soße. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ich habe hier 2 Teelöffel Chili-Soße. Dann habe ich hier 1 Teelöffel Reiswein. 1 Teelöffel Apfelessig, 120 ml Sojasauce, 2 Teelöffel braunen Zucker, bisschen Ingwer und 2 gepresste Knoblauchzehen. Als erstes geben wir unsere Flüssigkeiten hinzu. Und zwar nehmen wir unseren Reiswein, 1 Teelöffel, dann unseren Apfelessig, auch 1 Esslöffel und natürlich die 120 ml Sojasauce. Das geht alles mit rein. Und nun geben wir hinzu unseren Zucker, unseren Knoblauch und unseren Ingwer. Und das Ganze verrühren wir jetzt. Und dann stellen wir das Ganze zur Seite. Ein Gemüse habe ich heute. Ein bisschen Bok Choy, 2 Karotten, ein bisschen Frühlingszwiebeln und 1/4 Paprika von jeder Farbe. Wir beginnen jetzt unser Gemüse zu schneiden. Ich fange an mit den Frühlingszwiebeln. Schöne Ringe schneiden. Auch ein bisschen vom Grün, wer es mag. Wer es nicht mag, lässt das Grüne einfach weg. Als nächstes ein Bok Choy. Auch so schneiden, wie ihr möchtet, aber ich mag den lieber ein bisschen kleiner. Deswegen lasse ich die Stücke nicht ganz so groß. Schöne Streifen schneiden. Als nächstes unsere Karotten. Das habe ich euch schon erklärt. Ich habe hier die untere Seite abgeschnitten, damit wir eine Auflagefläche haben. Und jetzt schneiden wir so fein, wie es geht. Schneiden wir die entlang, damit wir die nachher nicht so lange garen müssen. Ihr könnt hier auch nochmal hier dann durchschneiden. Das ist alles okay. Wie gesagt, es sollte relativ dünn sein. Als letztes fehlt noch unsere Paprika. Auch die schneiden wir so dünn, wie es geht. Damit das alles schön harmoniert und damit unser Essen nachher richtig schön bunt wird. Ich schneide das jetzt erstmal in Streifen hier. Und wie beim letzten Video, beim asiatischen Rezept, habe ich schon gezeigt. Ich schneide das dann in 3 Teile und so passt das. Meine Udon habe ich jetzt in den Topf gegeben und hier drüber gieße ich jetzt warmes Wasser. Und das mache ich aus dem einfachen Grund, damit sich die Udon ein bisschen auflösen. Einfach so, dass sie bedeckt sind. Und in der Zwischenzeit fangen wir an, unsere Sachen zu braten. Meine Pfanne habe ich jetzt erhitzt und ich gebe als erstes jetzt die Frühlingszwiebeln hinein und meine Karotten. Weil das ist das, was am nächsten dauert. Wenn da ein bisschen was anderes mit reinfliegt, ist das nicht so schlimm. Ich habe es auf einen Teller gelegt. Aber das ist das, was als erstes reinkommen sollte. Und das Ganze braten wir jetzt bei mittlerer Hitze kurz an. Nächstes gebe ich unsere Paprika hinzu. Und ihr seht schon, wir haben hier eine wunderbare Farbe drin im Essen. Das sieht absolut herrlich aus. Jetzt zum Schluss kommt noch unser Bok Choy hinzu. Der braucht ja nicht so lange. Deswegen kommt der als letztes mit rein. Und ich liebe diese Farbe hier drin. Und das riecht hier aber richtig wunderbar, ihr Leute. Sagen habt, müsst ihr ausprobieren. Das ist was richtig Feines. Können wir schon noch zu Nudeln hinzugeben? Das Ganze gut vermischen und die Nudeln etwas mit anbraten. Wenn ihr eure Nudeln angebraten habt, kommt jetzt unsere Soße mit hinzu. Das Ganze gut verrühren, weil die Udon, die werden das sofort aufsaugen
Und das ist das, was nachher uns in Udon hier den richtigen Geschmack gibt. Und dann sind wir eigentlich schon fast durch. Es riecht auf jeden Fall schon mal richtig lecker. Ich mache gerade so rum, gebe ich jetzt noch ein bisschen Koriander drüber. Ihr könnt natürlich auch frischen benutzen. Das ist euch überlassen. Ich nehme hier Pulver. Einfach nur ein bisschen, um extra Geschmack reinzubekommen. Und fertig ist das Ganze schon zum Servieren jetzt. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Ich beiß da jetzt mal rein. Das ist herrlich. Das Gemüse knackig frisch. Die Nudeln nicht so scharf. Gerade schon auf dem richtigen Punkt. Mir gefällt's. Ich hoffe, ihr kocht's nach. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Habt ein schönes Wochenende. Macht's gut und bis dann.